Heute gucken wir uns total Idioten, die bei der Arbeit mit der Kamera gefilmt worden sind, an. Damit hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Wir gucken uns einfach ein Video an. Das Video ist vom Bremteil. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir gucken uns mal an. Hi. Hi. Wenn dein Arbeitstag nicht so verläuft und auch nicht so, dann kannst du ihn bereits als großartig bezeichnen. Heute sehen wir uns die lächerlichsten Fehler am Arbeitsplatz an. Los geht's! Nach der Menge an Staub zu urteilen, machen nicht nur diese Jungs einen schlechten Job, sondern auch die örtlichen Reinigungskräfte. Das Lachen. Seitdem kann ihr Chef sie nicht mehr finden. Nee. Was passiert, wenn man die Plattform eines Muldenkippers nicht... Was ist denn das für Reifen? In Deutschland wäre es ja überhaupt nicht illegal gewesen, ne? Kann ich das irgendwie noch verstehen? Ne, ich habe kein Premium. Schade. Absenkt. Hier ist eine Antwort von einem Fahrer aus Virginia. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Einige Fahrspuren mussten für eine Weile aber doch noch gesperrt werden. Hier gibt es dafür nicht Maschinen. Als er einfach nur da lag, war es für alle sicherer. They said, is that good? What? Is that good? What the chicken fight that good? Was ist das? Achso, Kabel. Oh. Dafür passt er jetzt problemlos unter der Brücke durch. Schneider. Schneider international. Ach, warum ist es denn? Ah. Wie kann man in nur einer Sekunde aus einem Problem zwei machen? Die einzig effektive Methode, einen Helm auf seine Haltbarkeit zu testen. Scharf. DPD. Oh nee. Nein. Nein. Gut, dass die Eigentümer des Hauses Kameras aufgestellt haben. Jetzt wissen sie, wer ihnen den Schaden ersetzen muss. Okay.
ist es der Reifen? Achso, das ist der Reifen. Wenn du so etwas an deinem Reifen siehst, parke lieber und nimm den Bus. Aber wie passiert das? Das passiert doch nicht einfach so beim Fahren. Da muss ja Luft reingeblasen sein worden. Wenn der Fahrer noch nie Karussell gefahren ist, weiß er jetzt, wie es ist. Man hätte sie wieder abschneiden können. Und dann hätte man abschneiden können und mit den kleineren Teilen hätte man es auch transportieren können. Nicht so ein gleich so ein großes Ding. Das hätte aber ich sein können, sage ich ehrlich. Was ist da drin? Was zieht sich da zusammen? Erst wird lizenziert. Oh nein. Die Besitzer der Dachgeschosswohnungen werden für den nächsten Monat genug Eindrücke haben. Stell dir nur die Reaktion des Fahrers vor, wenn er für eine... Aber wie filmen die das Ganze? Die wissen ja schon, was passieren wird. Und warum versuchen sie es dann nicht zu verhindern? Das ist ja... Rauchpause anhält. Ein paar Punkte in seiner Bewerbung wurden definitiv verschönert. Oh nein, 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 nein. Ich sehe es doch schon. Oh. Ob es nicht das passt, was ich da gesehen habe? Irgendetwas sagt mir, dass diese neue Reparaturtechnologie noch einige Tests bestehen muss. Ich schläg ja ins Auto rein irgendwo. Aber jetzt rausgeschafft und ist nicht verletzt worden, wenigstens etwas. Das Wichtigste ist, nicht zu viel Luft hineinzupumpen, damit es nicht platzt. Nein, nein, oh nein. Entweder ein PKW oder beide Autos, aber es wäre genauso ausgegangen. Nein. Was machen die? Die machen das mit Klebeband? Es heißt, das sei ein besonderes, sehr teures Band. Vielleicht sagen sie das, um den Kameramann zu beruhigen. Diese Tüte wurde bereits in also, die Reihen der MMA-Kämpfer... Ich will es überhaupt nicht sagen, ne? Ich bin seit 30 Minuten wach. Ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, wenn ich aktuell wohl das Video sehe im Urlaub. Und
sowas Dummes habe ich jetzt bis dato noch nicht gesehen, tatsächlich. Also, das ist so krass. Aufgenommen. Geht jetzt an. Oh nein. Wenn Kinder aus Versehen einen Ball zum Nachbarn werfen und kein Glas brechen hören, denken sie, es sei nichts Schlimmes passiert. Aber manchmal passiert so etwas. Leute, wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal 10 Minuten knapp des Videos fertig. Ihr könnt es euch selber angucken, das Video habe ich jetzt mal in der Beschreibung verlinkt. Ich glaube, es kommt sogar aufs Thumbnail. Also wenn es nicht auf Thumbnail ist, dann frage ich mich selber, was ich da falsch gemacht habe. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da. Abonniert auch an alle neuen Zuschauer, abonniert den Kanal. Ich wünsche mir jetzt selber noch einen schönen Urlaub. Ich fahre jetzt gerade in die Türkei, wenn ihr es sieht. Und dann würde ich sagen, tschüss.